Moin, wir sind heute zu Gast bei Toyota Classic. Man sieht es hier schon in Köln, quasi im Heiligsten, was Toyota irgendwie zu bieten hat. Und wir dürfen uns heute die Classic-Sammlung angucken. Thomas Heidbrink von Toyota wird uns einmal da durchführen. Und ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, wir können rein. So, dann hereinspaziert. Vielen Dank. Da sind wir schon an der magischen Tür, die Toyota Collection. Und daneben sehen wir es. Peter Pichert, das ist der Sammler, Händler der ersten Stunde. Er hat gesammelt. Es sind alles echte Autos von Kunden, die er sich einfach mal zur Seite gestellt hat. So muss man es machen. So muss man es machen, geil. Genau. So, dann mal herzlich willkommen hier in unserem Kölner Wohnzimmer. Da stehen sie. Über 70 Fahrzeuge von Peter Pichert gesammelt, die meisten. Wir haben so ein bisschen das modifiziert. Er hatte insgesamt 109 Fahrzeuge. Da waren Doppelte bei, da waren welche, die restauriert werden mussten. Die haben wir innerhalb der Toyota-Familie dann versteigert und haben dann ein wenig Platz geschaffen hier für die Fahrzeuge aus unserer Motorsportabteilung. Toyota Gazoo Racing Europe, wie sie jetzt heißen, sitzen auf der anderen Seite. Viele kennen sie unter Toyota Motorsport GmbH, TMG. Das sind die Formel-1-Autos, die wir gebaut haben. Die kamen alle aus Köln. Nach den Siegen, beziehungsweise nach den Rennen, kam immer Viva Colonia in der Boxengasse. Genau, nach egal, den Rennen, wo man nicht war, nach den Rennen. Genau. Das hier ist, das ist mein Stichwort. Das erfolgreichste Formel-1-Auto von Toyota. Das hier auch, das kein, hier, kein Nachbau. Exakt das hier. Dieses Auto, da haben wir, ich glaube, drei. In einer Saison zwei oder drei Siege oder Podiumsplätze eingefahren. Mit der Kiste hier. Mit der Kiste, so wie sie da steht. Boah. Wenn man sich das anguckt, das war noch vor Halo. Hä? Da ist man noch komplett ungeschützt. Man liegt ja, der Kopf ist hier und dann liegt man hier drin. Die Pedale sind, wenn man drin liegt, die sind auch noch drin, die spürt man. Die sind ungefähr hier. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach, die Füße sind deine Knautschzone quasi. Genau. Also ja, hier hast du, logisch, hier hast du Carbon-Monocoque, aber noch beeindruckender tatsächlich finde ich die Le Mans-Autos, weil die ja 24 Stunden rund um die Uhr fahren. Mhm. Die müssen auch einen Scheibenwischer haben. Wenn du da bei Regen durch die Nacht fährst, siehst du nichts mehr. Da siehst du im Prinzip nichts mehr. Und das ist, wenn man da reinguckt, wir können einmal schauen. Das ist auch extremst eng. Man sieht ja auch noch so an der Windschutzscheibe, wenn man reingeht. Vielleicht kannst du mit der Kamera einfach mal reingucken. Weißt du, das Auto ist mega groß, ja? Aber, also super viel Fläche, meine ich. Aber wenn du dann da drin bist, da hast du ja nur so eine Mini-Kanzel und bist einfach so, wie der Affe auf der Kokosnuss irgendwie. Absolut. Da 1000 PS, Hybridtechnik, super Kondensatoren, die an Bord und sind. Das muss alles untergebracht werden. Und dann werden. Vier und Stunden siehst, durch den Regen in der Nacht. Hier sind wir ja schon wieder am Ende des Autos im Prinzip angekommen. Ja, alles andere ist nur noch Aerodynamik. So. Was ein Rohr, ne? Ja. Also das sind tatsächlich, Und hier haben wir dann das zweite Weltmeisterauto sozusagen. Le Mans haben wir dann nach mehreren Läufen endlich gewonnen. Ah, Carlos Sainz. Und hier nicht nur aktuell Weltmeister, sondern auch in den 90er Jahren die große Zeit. Carlos Sainz. Boah. Das ist das Weltmeisterauto. Hier steht es auch, ne? Sainz, Moya, die beiden Spanier. Bitte nicht berühren. Bitte nicht berühren. Einmal reingucken, hier sieht man es tatsächlich. Das, weißt du, aber ganz kurz noch, bevor wir reingucken, das ist so von Toyota das Livret, das man doch irgendwie kennt. So Castrol rot mit den grünen Akzenten auf dem weißen Auto, das kennt man, wenn man Toyota Rallye-Auto sagt. Absolut. Irgendwie. Hier sieht man es auch da hinten, ja, Kilimanjaro, ein Rallye-Bild. Das ist so klassisch, was man da vor Augen hat. Ist gestellt, darf ich an der Stelle sagen. Okay. Aber ja, dachte trotzdem, ich schon, dass da die Masai trotzdem oder was ein Wahnsinnsbild. Ja. Okay, und dann hier Innenraum. Oh, und den schönen Sparko-Schalen. Hammer. Ja, und Carlos Sainz haben wir nicht nur hier, sondern... Ich sehe es schon, ne? Da drüben. Genau. Gucken wir gleich rein, aber so du hast vollkommen recht. Kleinen Sneak-Preview, mal kurz umdrehen. Da hinten steht was. Das Rote da in der Mitte.
offenbar gucken wir uns den gleich noch an. Aber wir gehen mal hier rüber zu dem Grünen, weil hier kommen wir dann eigentlich, das ist aber die Exotenecke, sag ich mal, wo wir hier jetzt direkt anfangen. Ganz Peter Pichard war Crown-Fan. Also, weißt du, diese Linie, ey, sowas, ne, hier aufgesetzt. Wenn du siehst, irgendwie Fiat Multipla, hässlichstes Auto der Welt, hat hier oben so einen Buckel, aber hier... Das ist hier vorne, ne? Mit den Standleuchten, oder was ist das? Ja, Seitenblinker, ja, Standleuchten. Ja, ja. Und das sieht so absolut abgespaced aus mit diesem Buckel hier. Wahnsinn. Ja, das ist durchgestylt, das Auto tatsächlich. Das sieht man auch im Innenraum. Wenn du mal reinguckst, die Tür aufmachst und zum Beispiel, ich komme mal rum. Oh. Ja? Hier guckst, genau. Nein, ja. Muss man mit der Kamera hier hinkommen. Hier dieses... Was ist das, Rosenmuster oder irgendwie sowas? Rosenranken? Ja, also da sehe ich tatsächlich noch den, diesen Lasermeißel, der hier das reingestanzt hat. Und das ist tatsächlich was, das zieht sich durch den ganzen Innenraum. Und dann in diesem weißen Leder mit dieser Farbe, und auch hier sieht man das. Der Geruch, das könnt ihr leider jetzt nicht riechen, aber wie das Auto riecht, das ist völlig abgedreht. Wahnsinn. Und der Peter Pichard war Crown-Fan. Wir hatten tatsächlich 7 Crowns hier. Ja. Wir hatten selber schon einen. Das heißt, wir haben uns von einigen getrennt. Ja. Aber zum Glück von diesem hier nicht, weil es ist tatsächlich ein auch nie in Europa verkauftes das Coupé, Modell, ne? Gewesen. Ja. Genau, in dieser, ja, Form. Aber einfach ein absoluter Hingucker. Deswegen steht es ja auch auf der Ecke bei uns. Ganz klar. Mega. Also Farbkombination ist auch mega. Eben mit diesem... Das ist, ganz schön, das ist auch richtig solide Arbeit, Mensch. Die Farbkombi mit dem hellbeige und diesem olivfarbenen. Ja, und hier geht die Reihe im Prinzip der Exoten, die wir nicht verkauft haben, in Europa, ja, weiter. Die sportlichen Doppelscheinwerfer sieht man hier. Immer, ja, gern mal angesprochen. War ja damals in der Zeit tatsächlich was ganz Besonderes. Toyota Corona, den lassen wir jetzt mal rechts liegen. Genau. Vielleicht heute besser. Ja, ich glaube auch in Zukunft, da haben wir genug von. Hier sind wir nämlich am ersten Fun Cruiser. Ey, dieses... Hiermit fing alles an. Dieser Aufkleber, das muss man jetzt mal kurz angucken. Das ist so 90er, unglaublich. Also wirklich diese Farbgebung. Ich hatte mal, oder meine Mutter hatte mal ein Fahrrad, auch aus der Zeit, das hatte genau diese Farben. Ja, Mintfarben, ja, und genau, so, das war total die Kombi. Und weißt du, warum der hier noch drauf ist? Nee. Das ist ein Auto, was wir tatsächlich nicht hatten in der Collection. Den, ja, haben wir gezielt gekauft, weil er der Segmentbegründer eben für die ganzen SUV-Boom jetzt hier ist. Und die Dame fand den erste Hand, die Dame fand den so schön, diesen Aufkleber. Die hat den gegen das Anraten ihrer Tochter und ihres Sohns immer draufgelassen und hat ihn verteidigt. Ey, da hat die gute Dame aber echt recht gehabt. Und das war der Grund, warum wir da zugeschlagen haben bei dem Auto. Als wir den Aufkleber gesehen haben, dachten wir, und dann den brauchen wir. Wir kamen hier hin und dann kam ein Kollege aus dem After Sales, hatte Tränen in den Augen. Ja, der also sagte, den habe ich designt damals. Aber ganz kurz, Toyota RAV4, erstes Modell, das ist so der Begründer dieser heutigen hippen SUV-Welle. Also kann man, denke ich mal, so sagen. Ne? Ja, weil kurzer Radstand, hochsitzen, das, ja, war damals wie heute, ist das im Prinzip immer noch hip. Aber damals Fun Cruiser, extrem kompakt, ja, extrem kurzer Radstand. Wir haben hier im Prinzip herausnehmbare, ja, wie sagt man? Ja, das ist so ein Parkerdach im Prinzip. Nur nicht links und rechts versetzt, sondern vorne und hinten. Aber das völlig cool, korrekt, die kann man komplett rausnehmen, dann hat man also ein kleines Cabrio-Feeling. Es gab ja den, glaube ich, auch als Cabrio, ne? Genau, ich, ne? Den gab es später, so. 2 Jahre später ist er als Cabrio gekommen. Ja. Den gab es dann ein bisschen größer, der ist immer wieder gewachsen. Und Wiegald Boning halt, das ist ein Kind der 90er Jahre, so wie Wiegald Boning, der hat Werbung gemacht, weil man konnte diese Farbe separat von dieser Farbe bestellen. Dann hast oder wie Wiegald Boning sagte, man kann ihnen blau, 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 grau, gelb, grau, mintgrau, grün, flieder, flieder, rot, rot, blau. Und dann wechselte immer sein Oberteil und seine Hose passend zu dem Auto, weil da auch die Teile wechselten. Absolut cool. Im Prinzip, ja, da sind wir wieder bei den Farben Mint und Lila, ne? Ja. Die Farben der 90er. Ja, gucken wir mal weiter, was wir sonst haben. Hier ist die Kleinwagenabteilung. Die, ja, der ein oder andere wird sie erkennen. Ganz rechts. Sicher. Ein Tausender oder Publica. Starlet, 60 Jahre übrigens in diesem Jahr, Kleinwagen. Starlet finde ich auch schon auch cool. Weißt du, diese Details hier zum Beispiel, ne? Vorne den
Modellnamen so im Grill drin. Ja, das haben wir tatsächlich. Das ist erst dann in dieser Zeit gekommen. Wir hatten früher nur den Modellnamen. Das sieht man gleich bei anderen Autos. Da haben wir vorne nur Modellname und jedes Modell hatte eine eigene. Hier sieht man es, glaube ich, schon. Hier zum Beispiel. Mega, ja, ja. So, hier haben wir. Crown. Nein? Nee. Sieht aus wie Kronen, sind aber Kirschblüten tatsächlich. Aha. Okay, Japan. Alles und klar. Das genau. Und das C für den Corolla. Logisch, blöd. So, das heißt, wir haben hier Corolla mit Kirschblüte. Ah, ja. Und man hat gar keinen Verweis auf Toyota, gar nichts. So, man ist dann erst in den 80er Jahren übergegangen und hat dann mal leicht den Toyota-Schriftzug da drauf gesetzt. Aber immer noch, wie du gesagt hast, richtig, hier Starlet, den Modellnamen dazu. Und die klassische Toyota-Pflaume, wie wir sie heutzutage haben, die ist erst ganz spät eingeführt worden. Ja, erst noch den ausgeschriebenen Schriftzug, ne? Oh, genau, und hier sieht Land Cruiser. Man noch, ja, Land Cruiser, auch Toyota, Diesel das hier sogar dabei. FJ, was ist das, 75? HJ75, genau. Das ist ja, ein stimmt. Auto von aus der Busch-Taxi-Community, von dem Netzmeister, von dem Alexander Wohlfahrt, sein privates. Der hat jahrelang hier gar nicht so weit im Braunkohletagebau gearbeitet, als hartes Nutzfahrzeug. Es ist einer der wenigen, der das schafft und bis in die Zone 5, da wo der Bagger ist, reinfahren kann. Und so wieder rauskommt, genau. Er hat ihn dann aber komplett restaurieren lassen. Ja. Ist dann damit nach Syrien, soweit ich weiß, gefahren, hat da so ein bisschen Afrika bereist. Und ja, es ist eine andere Zeit. Also es war nicht nur vor Corona, sondern es war im Prinzip auch vor diesen ganzen Kriegen und den ganzen Problemen dort in der Region. Und jetzt benutzt er ihn fürs Busch-Taxi-Treffen. Jeden zweites Wochenende im September kommen 1000 Land Cruiser zusammen. Freunde, größte Busch-Taxi-Treffen der Welt. Und dann haben wir hier rein 6-Zylinder-Diesel, 4,2 Liter, irgendwie 130 Sowatt PS. Moritz, perfekt. Da kommst du in die richtige Richtung. Also, so schaut's aus. Also, ich wollte jetzt nicht flexen, ich meinte eigentlich den nur... Den gibt's auch kleiner, mit kleineren Motoren, aber das also, ist wahrscheinlich das, was ich meine, du den kriegst meinst. Ja nicht kaputt. Also genau. so viel Hubraum bei 6-Zylindern, bei so wenig Leistung, ich meine, der fährt ja ewig. Der fährt ewig. Aber, oh! Das, weißt du, was es ist? Das Model F. Model F. Ja. Yo. Also viele Japaner, sie stehen vor diesem Auto und werden wahnsinnig. Ja? Das ist das, was bei uns in Deutschland der VW Bulli ist. Ja, wo einfach viele Gedanken dran verknüpft sind an Kindheit, an all das. Das ist oft bei Japanern hier. Und der Innenraum ist ja einfach, also okay, ganz kurz bevor wir zum Innenraum kommen, guckt euch die Felgen an, Ronal Turbo. Das ist natürlich nicht original, aber bei diesen Felgen flippe ich ja auch aus. Und die auf diesem Bus, auf dem Model F, das sieht einfach absolut verrückt aus. Siehst du, und dann darf ich dich einladen, es ist tatsächlich ein Multifunktionsbus. Ja? Dafür ist er geliebt worden. Man konnte mit der ganzen Familie ganz normal in den Urlaub fahren. Und wenn du jetzt mal hier rumkommst, oder geh mal rein, man konnte, das ist das Besondere, mit einer Handbewegung, also eine flache Liegelandschaft daraus machen. So, und dann einfach. Ja, hinten kannst du auch noch weiter umklappen und genießen. Ja, eines der ersten Auto mit Moonroof. Das heißt, da war die Romantik im Prinzip. Da sieht man es auch, Moonroof. Hammer. Ey, und auch die Farbgebung, ne? Ja, man hat auf alles muss rauskommen. Also nicht nur hier der Aschenbecher zum Beispiel, der damals immer Standard war in den Autos, auch für die hintere Reihe. Ja, ja, ja klar, gedacht. Überall geraucht. Aber klar. Wenn du hier mal reinguckst, also selbst die Anschnallgurte, die sind nicht im klassischen Schwarz. Nein, die sind abgestimmt. Für sowas bezahlt man bei Porsche heute 8.000 Euro Aufpreis oder keine Ahnung, irgendeine Fantasiezahl. Damals Serie. Genau, und damals Serie. Ne? Ey, abgestimmt. Und auch die Türtafel, die sind ja einfach... Ja, das ist die Zeit. Oh. Wenn wir gleich noch mal beim Terzel gucken, da ist es ähnlich, tatsächlich. Ist eine andere Farbe, das ist aber auch... Wahnsinn. Zu Technik hier, muss man vielleicht noch sagen, ist ja Mittelmotor. Genau. Also wir haben hier, man sitzt quasi auf dem Motor oder der Motor ist zwischen Fahrer und Passagier. Und da rüttelt das ganz ordentlich. Ja. Also sieht auf jeden Fall richtig cool aus, der Bus. Da siehst du Model F, da kannst du mit dem Dachzelt oben drauf wochenlang mit deiner ganzen Großfamilie in den Urlaub fahren. Aber hallo. Ähnlich sieht's hier aus, ne?
Das ist so das klassische Buschtaxi, steht da drüben. Aber hier haben wir auch einen Klassiker, es ist der erste Station Wagon, ja, ne? Erste, ja, Generation. Ja. Man sieht das. Ich war hier tatsächlich mal mit einem Designprofessor, der sagte, hier sieht man was ganz Interessantes, weil hier neben steht die zweite Generation. Und er sagte mir, an dem Design kann man erkennen, worauf das Auto abzielte. Hier haben wir tatsächlich noch den japanischen Markt. Japan, schmale Gassen, ja, selbst große Autos, ja, müssen schmal wirken. Für uns sind die... Ja, hier die Haube so eingezogen, ne? Die richtig, Kotflügel, genau, ausgestellt, als aber die Haube eingezogen. Als wenn es hier zusammengedrückt wäre, ja, ja, ja. Die sind schmal. Das sieht echt für unser Auge ein bisschen komisch aus, so irgendwie eingedrückt. Wir haben das da drüben, haben wir diese klassischen Elemente auch noch. Ja. Wenn man jedoch jetzt auf die zweite Generation guckt, das ist Amerika. Das hier sind wir breit, hier sind der wir der sieht bullig, auch so ein bisschen aus wie... Hier sind, ja, wir tatsächlich... Ja. Das ist ein ganz anderes Selbstverständnis. Er ist deutlich breiter, optisch auch das geworden. Das ist mehr so Jeep Cherokee-mäßig. Genau. Und das ist wie das Papstauto, ja? Einziger Vorbesitzer Roger Moore. Der? Ja, absolut. Roger Moore. Der Roger Moore. Hat da reingepupst quasi. Der alles. Das siehst du, der vor allen Dingen ziemlich viel. Nein. Gott hab ihn selig, aber... Es sind halt Originalautos. Wow. Man sieht auch die Gebrauchsspuren tatsächlich. Er ist benutzt worden. Ach, hier. Guck, und aus der Schweiz. Ja. Wer hat ihn in der Schweiz bewegt? Ja, ja. Alles original dran. Das war immer die Idee, es so zu behalten, wie es ist. Wir haben noch Christophorus-Plaketten drin. Wir haben Würfel an den Spiegeln noch drin hängen. Ey, das ist ja mega. Und so auch hier die Original-Fußmatte. Ach, hier der Schweizer Abgaswartungsaufkleber. Ist ja cool. Dann nochmal die kurze Version. Genau. Hier haben wir nochmal die zweite Generation RAV. Aber da ist er. Genau. 4x4, da ist er. 4x4 im PKW. 84 schon. Ja? Ganz kurz. Wir haben ja vorhin gesagt, beim RAV 4, das ist so Begründung von SUV, so spaßigen kleinen Stadt-SUVs. Und das hier ist so der Begründer, ich würde sagen, quasi... VW, scheiße, wie heißen denn die Dinger? Diese ganzen Cross-Kombis, genau. All-Track und irgendwie sowas. Cross-Kombis, ja, wie, ja, die alle heißen im Prinzip. Genau, so ein Zeug. Dass man so ein geländetaugliches Auto in eine PKW-Karosserie. Und die haben ja baut. Auch nicht gespart hier mit den Logos, ne? Da waren Toyota, sie sehr stolz drauf, das sieht man eben. Genau das. Und das Rot auch hier mitgezogen mit diesem Zierstreifen. Und wenn du weitergehst, der Zierstreifen kommt wieder und führt auch da. Wieder zu dem 4WD. Klar, hier Allrad. Ey, aber die Farbgebung ist ja mal Hammer. Hier dieses sandfarbene oder was das ist, dann die roten Zierstreifen, dieses schwarze Plastik und unten dunkelgrün, dunkel-olivgrün. Ja, und das findest du ähnlich auch wieder im Innenraum, wenn du reinguckst. Und hier, ich habe es vorhin schon gesagt, oh Wunder, sie sind nicht rot, aber... ja, wir haben passend zum Auto abgestimmt... Das ist so 1970er Fliesentisch-Style. So absolut. Sieht das aus. Aber konsequent durchgestylt. Ey, komplett. Konsequent. Hier. Komplett. Nein, ey. Ja, die hatten nur ein Problem. Der Rostschutz war damals. Die wurden richtig rangenommen, die, ja, Fahrzeuge. Ja, klar, dafür waren sie ja da. Genau. Förster auch, die eben im Wald da vorangekommen sind. Und da hatte man noch nicht so dran gedacht, dass unter dieser Beanspruchung eben auch besonderer Rostschutz ist. Ja. Deswegen sind wir sehr froh, dass der wirklich so super erhalten ist. Das ist, ist beim Terzl so, und dann AE86, Hachiroku. Hachiroku heißt auf Japanisch 86. Und das hier ist einer. Das ist die Driftmaschine vor dem Herrn. Initial D, Hauptcharakter, wer Initial D kennt, das ist das Motorsport-Manga quasi aus Japan. Und das hier ist das Tofu-Taxi aus Initial D. Sogar, ja, echt noch mit den Watanabe-Felgen. Ich flipp aus hier, Mann. Ja, der ein oder andere wird es erkennen tatsächlich. Und zwar ist das das Originalauto von unserem Kollegen, der aus Malaysia 2019 losgefahren ist. Hier haben wir tatsächlich auch noch mal den Artikel dazu. Hier, genau, kann man sehen. Der war auch schon mal bei uns in der Autobild. Richtig, völlig korrekt. Das ist sogar der Artikel von dem Holger.
So, und er ist von Kuala Lumpur hier unten im Prinzip auf dem Landweg bis nach Duisburg gefahren, um dort seine große Liebe, die er im Internet kennengelernt hat, abzuholen. Und aber vorher noch mal schön eine Runde hier im Karussell auf dem Nürburgring. Das war sein Ziel. Alle Rennstrecken, also er hat selber eine Werkstatt in Malaysia. Ja. Und er ist gefahren, er hatte seinen Schrauber dabei, der saß hinten auf dem Rücksitz. Das sieht man hier. Wenn du hier guckst, also er hat geschraubt, ja. Er ist gefahren. Und das war seine Begleitung. Das war ja auf dem Beifahrersitz, wie man das immer sieht, hier hinten. Das war die Dame, die die Route geplant hat. Boah. So, und die hat alle AE86-Clubs auf dem Weg angeschrieben und die haben sie alle besucht. Dort hat er genächtigt, er hat jede Rennstrecke mitgenommen. In Kasan war er auf der Rennstrecke. Sein Ziel war der Nürburgring, um dann nach Duisburg zu fahren. Und auf dem Weg haben alle gesagt, kennst du eigentlich die Toyota Collection? Sagt er, nein. Und dann hat er auf dem Weg Kontakt zu uns aufgenommen und hat gesagt, ich muss hier vorbeikommen. Und hier durften wir dann Toyota Collection Cologne. 21.11. war er bei uns. Geil. Hier durften wir uns verewigen. Ja, und dann hat er geheiratet, eben kurz nach Hause, zur Mutter, Schwiegermutter. Und über den Jahreswechsel, das heißt das Jahr 2020 in Malaysia, willkommen heißen. Und dann war die Idee, mit diesem Auto tatsächlich von hier nach Japan zu fahren. Und dann kam Corona wahrscheinlich. Genau. Und seitdem steht das Auto hier. Es steht sehr gut. Es ist bei uns in Pflege. Wie du siehst, sind seine persönlichen Sachen hier noch drauf. Das Zeug ist von ihm. Ja, das sind alles. Also wir haben ihn hier nur in Pflege. Du siehst das auch hier. Also wir haben hier auch noch die Lektüre. Das Initial D-Comic, ich flippe aus. Da ist es, ja. Hier. Und da sieht man es. Toyota AE86. Er hier quasi im Drift. Und er hat alles dabei und wir warten darauf, dass er kommt und nach Japan fährt. Wir freuen uns, er ist startklar. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Mega also, Story. Ey. Malaysia, Europa, man sieht's. Und die Kennzeichen sogar auch noch ja, drauf. Ja, das ist malaysische noch, Kennzeichen. Ich vermute, er ist auch noch angemeldet. Also insofern, wir warten eigentlich nur darauf, dass es losgeht. Und die Motorhaube wollte er abschrauben und als Erinnerung in seine Werkstatt hängen. Okay. Deswegen haben alle auf der Motorhaube unterschrieben. Mega gut. Finde ich auch. Also das ist hier AE86 Club Moskau überall. Es ist richtig krass. Ja, und er hatte einen Reifenschaden. Und sonst? Und ansonsten ist er durchgelaufen. Da sieht man mal, wie gut die Dinger laufen, dass die einfach halten. Die laufen durch, wie gesagt. Und dein Kollege hat es alles aufgeschrieben. Da kannst du es nochmal nachlesen. Nicht nur ich, auch ihr. Oh man. Ja, okay, ja, was soll jetzt noch kommen? Was soll jetzt noch Wobei kommen? Wobei, ich sehe es schon, aber... So ein, zwei habe ich noch für dich. Wir können natürlich nicht alle. Also hier, aber, ist, er, okay. Hier ist er im Original sozusagen, das so ist wie allerdings wir ihn die, angeboten haben. Die Stufenheckversion, also der GT, Sport GT, nicht... Der Liftback. Der Liftback gab es bei uns, glaube ich, nie. Nur so. Aber auch die hier extrem selten. Das ist ja, glaube ich, auch noch der 16V Twin Cam, ne? Auch 2 Liter. Völlig korrekt. Mit irgendwie, was hat der? 124 PS oder sowas. Das stimmt. Ich habe es gerade kontrolliert. Oh. 124 PS, und, Respekt. Und Handschaltung und Hinterradantrieb. Und ich meine, super leicht und original. Das muss man fairerweise sagen. Das ist selten bei den Fahrzeugen, weil die eben in dem Drifteinsatz und Sporteinsatz und das ist wirklich ein schönes Schätzchen. Ja. Fährt übrigens auch, ist auch angemeldet, wie man sieht. Fahre ich gleich noch eine Runde. Ja, für dich habe ich noch was ganz anderes. So, und hier Taxifahren. Einmal kurz Taxifahren. Das ist Super Saloon Edition hier vom Toyota Crown. Das sind in Japan die Taxen. Mega. Und dementsprechend ist er auch sehr ordentlich ausgerüstet. Das war tatsächlich der letzte Dienstwagen von Herrn Pichert. Echt? Und wir haben ihn so gelassen, wie er ist. Dieser Metal Flake Lack in wir Braun ist ja auch. Wir haben sogar die Original Fußmatten noch drin. Ja? An dieser Stelle, hier sind sie. Das. Und auch das zeichnet unsere Autos aus. Eine Hommage an den Peter Pichert.
sein letzter Dienstwagen. Das ist auch richtig sehr cool. Sehr gepflegt, der springt sofort an. Ganz tolles mega. Auto. Ich habe auch gesehen, in den Innenräumen hat es ab und an mal so ein paar Krümel. Irgendwie ist es nicht komplett ausgesaugt, aber ich finde das cool, weil das zeigt, dass die Autos bewegt werden. Das zeigt, dass die Autos benutzt werden dürfen und sollen. Man darf sich reinsetzen. Und das ist nicht so nur ein Meter Abstand und so, sondern du kannst die Autos fühlen und erleben. Das finde ich ja, richtig ich hatte cool. Hatte einen Besucher, der sagte, darf ich mich reinsetzen? Sag ich, selbstverständlich. In dem Auto habe ich geheiratet. Nein. Und er schmolz dahin. Ja? Ähnlich wie eben die Familie, die wir von dem Raffier eingeladen haben. Die war hin und weg, die Dame. Das sind andere Emotionen, aber genau die wollen wir eben hier wecken. Ne? Das ist wie mit dem grünen Frosch, den du vorhin schon angesteuert hast. Toyota Serra. Ja, reines japanisches Auto, was es nur auf dem japanischen Markt gibt. Jetzt bist du dran. Ich will dir die Show nicht stehlen, komm, aber zieht euch die Türen rein. Achtung. Oh. Ist das nicht Hammer? Ey. Und nicht nur die Türen, dass die so nach oben aufgehen, sondern die haben hier so ein Glaspanel. Also du hast einen komplett luftigen Innenraum auf so einer Mini-Fläche. Und so sieht es aus wie ein Targa, aber wenn du die Türen zu hast, klar, dann sind die natürlich, ist das natürlich... Es gibt auch Inlays hier, die sind im Kofferraum, weil der Japaner mag es nicht, wenn die Sonne so auf den Kopf scheint. Aha. Dann kann man sich hier schützen. Ist aus von 1990 das Auto. Nur auf dem japanischen Markt wird er angeboten. Ja. Bekannt für seinen unfassbaren Sound, eben seine Türen, wie du schon gesehen hast, aber auch die Musikanlage, guck die hier Box ist. An. Casual Mode, Indirect Sound Position. Und Super Life Sound System Multi-Reflection Speaker. Jetzt fragst du dich, warum haben wir so ein JDM-Auto hier? Ist nämlich fast gar nicht gefahren. Ja? Ja. Wie viele Kilometer hat das Ding drauf? Die haben wir drauf gefahren, zum Beispiel bei der Bodensee-Rallye, an der wir mal teilgenommen haben. Deswegen auch hier das Taxometer, wollte ich schon sagen. Ja, das ist der Fahrzähler. Genau. Aber 8.225 Kilometer. Ja, den haben wir ganz neu bekommen. Es war ein Geschenk von der japanischen Mutterkonzern, also von Toyota Motor Corporation. Weil wir Anfang der 90er Jahre so fantastisch Autos verkauft haben, haben die Japaner uns gedankt mit einem Auto vom Heimatmarkt. Hätten sie euch ja mal einen Schalter geben können. Sorry. Nee, ey, ist mega. Ja, klar. Mega. Ich weiß gar nicht, ob es den als Schalter gibt. Das wäre eine Frage. Der eine oder andere wird das vielleicht wissen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es ihn als Schalter gibt. Ich war auch nur blöd dahergesagt. Schon klar, interessieren würde es mich trotzdem. Aber das sieht einfach so geil aus. Ich sage immer geil, sorry an dieser Stelle, aber das sieht einfach absurd aus, wie das so eine komplette Glaskanzel ist sozusagen und dann wie hier nur in grün der Scheibenrahmen hervorsticht. Aber das sind natürlich die Türen, das ist nicht der Scheibenrahmen. Aber das sieht wirklich aus, wenn man die Augen ein bisschen zumacht, als wäre das einfach so eine Badewanne. Eine Badewanne mit Cabrio, Cabrio-Feeling, genau, mit Windschutzscheibe vorne. Mega, mega. Ja, da sind die 90er, ne? Vorhin hatten wir die 90er beim RAV. Hier haben wir die 90er in Japan. Man sieht, die quietschigen Farben waren überall angesagt. So, und wer sich jetzt fragt, warum wir einfach so achtlos an einem MK3 Supra vorbeigehen. Ja, MK3 Supra, pass auf. Wir haben sie im Prinzip tatsächlich drei. Wir haben hier die vier. Genau. Und wir haben hier das große Vorbild, den 2000 GT. Ich habe ja ein bisschen Herzklopfen. Die drei roten Autos, beziehungsweise den haben wir sogar doppelt, den 2000 GT hier. Das heißt, drei bis vier Autos. Also für Leute, die sich vielleicht nicht hundertprozentig mit Toyota auskennen, den 2000 GT gab es 351 Mal. Weltweit 351 Mal. Und hier stehen zwei. Zwei davon. Ey. Das ist auch der einzige, irre. Das ist mit Sicherheit der teuerste, besonderste Toyota, den wir überhaupt weltweit haben. Bei der letzten Versteigerung, ich glaube, über 1 Million. 1,2 Millionen hat der letzte. Die werden eigentlich nicht verkauft. Ja. Also das ist Akio Toyoda lässt sich jedes Jahr reporten, wo die bekannten Modelle sind. Das heißt, wir müssen jedes Jahr sagen, wir haben die zwei. In Köln gibt es sogar drei. Zwei davon stehen hier. Und es gibt in Europa 16 bekannte Modelle. Und drei davon in Köln? Wo steht der dritte in Köln? Drei davon in Köln. Privat? Bei einer Privatperson. Okay.
Was ist in weiß. So wie John Connery. Ist okay, nämlich auch okay. Der einzige Toyota, ja. der es in ein James Bond geschafft hat. Ja. Unter John Connery, der war zu groß dafür. Es wurde das Dach abgeflext. Mussten sie das Dach abschneiden, genau. Genau. Und der war in weiß. Da gibt es zwei Modelle. Einer steht in Japan und einer in Hollywood. Aber die sind inbegriffen in den 351. Echt? Die beiden? Vielleicht können wir da noch mal kurz reinfilmen. Ja, oder klar, du kannst auch mal reingehen. Zuerst mal die Tür. Mal. Ey, guck mal die Tür an. Die ist super lang und dann aber nur die Hälfte davon ist Fenster. Ja, also die Fahrerkanzel beginnt erst hier hinten. Das sind mega Proportionen. Ich hoffe, das geht jetzt hier mit meinem Empfänger. Das ist natürlich super eng hier drin. Aber auch ja, echt. Der Sitz geht auch nicht weiter zurück, genau. Aber du passt rein. Knapp. Knapp, aber es geht. Man liegt hier drin wirklich mehr, als dass man sitzt. Und es ist ein Holzlenkrad, dann die Holzarmaturen, ey, das ist alles wunderschön. Ja, 60er Jahre, ne? Automobilbau der 60er Jahre, es ist... Ist das hier die Handbremse? Ja. Das ist so geil. Das ist einfach so ein Schirm. Jetzt mal hier rumkommen. Da, zack. Oha. Ja. Ja. Gelöst. Genau. Und dann kannst du einfach ziehen. Das hier, wie ein Griff von einem Schirm. Das hier ist die Handbremse, so. Und wenn man dann das so macht, ist gelöst. Mega. Okay. Das ist, wie gesagt, da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich noch einen halben Tag was zu erzählen, was für ein Holz das ist, wie besonders das ist. Aber, wie gesagt, ein ganz besonderes Auto. Es fährt auch. Das andere Exemplar, da wird der Motor gerade überholt, ja. Und wir haben zwei fahrbare Fahrzeuge und in der Mitte im Prinzip, ja. Also ich muss ja ehrlich sagen, so speziell Toyota 2000 GT für mich ist, unschlagbarer König ist einfach Toyota Supra MK4. Der und der Skyline R34 GTR, wobei die Autos sind ja so unterschiedlich, zwar beide rein Sechszylinder Biturbomotoren oder einfach Doppelturbomotoren, aber der Skyline wirkt so aggressiv und der Supra ist einfach rund und aerodynamisch und im Unterschied zum Skyline gab es den hier ja mal bei uns auch. Allerdings nicht über die gesamte Produktionszeit, ich glaube von 93 bis 2003 wurde der gebaut oder sowas. Genau. Und bei uns in Deutschland gab es den von 93 bis 97, glaube ich. Richtig. Und der ist im Prinzip, als er bekannt wurde durch Fast and Furious, da war er im Prinzip eingestellt. Ja. Also es war auch kein Marketing-Gag oder ähnliches, sondern ja. Schloss sich dann, also diese Glorifizierung, dieser Ruhm, Hollywood, all das kam im Prinzip danach. Der kam nur zu Fast and Furious, weil Craig Lieberman, der für die Autos verantwortlich war, das war sein Supra genau. MK4. Und wir haben abgesagt. Wir haben offiziell abgesagt. Toyota hat abgesagt. Toyota hat abgesagt. Und dann, genau, und dann, und er hatte große Probleme, ein Fahrzeug zu bekommen und hat er seinen Privatwagen genommen. Genau, der Direktor, wollte ich schon sagen, der Produzent vom Film hat sich in Craig Liebermans Supra reingesetzt und dann war so Feuer und Flamme für das Auto, dass er das direkt für seinen Film gecastet hat. So. Jedoch haben wir hier ein kleines Manko eingebaut. Man sieht's, es ist ein Automatikgetriebe. Ja. Allerdings muss man ja auch sagen, was ist das? Fünfgang-Automatik, glaube ich. Oder Viergang, nee, fünf. Fünf, vier? Anyway, die Automatikgetriebe vom Supra MK4 sind ja, also bulletproof. Genau wie die Handschaltung übrigens auch, aber du kriegst die nicht kaputt. Klar, das nimmt ein bisschen vom Fahrspaß, aber und hier, Toyota, bis 300 km/h geht der Tacho in einem Toyota. Stell dir das mal vor. Oh. Und innen drin einfach alles Großserienplastik, aber das versprüht einfach Charme und ich muss sagen, ich bin ja echt ein Oberfan. Und jetzt komm kurz hier rum, weil warum ist das Auto denn das Auto? So, also. Es sind diese Buchstaben hier. Genau, 2JZ GTE. Also 2JZ ist die Motorenfamilie für 3 Liter Reihen 6 Zylinder. GTE bedeutet GT ist Turbo und E ist Einspritzung, elektronisch geregelte Einspritzung. Und gab es ja auch ohne Turbo, Single-Turbo, Doppelturbo und so weiter. Und hier haben wir die höchste Ausbaustufe, 3 Liter Reihen 6 Zylinder Biturbo-Motor und 330 PS.
1993. Stell dir das mal vor. Das ist Weltraum, Weltfahrttechnik. Ist bis heute echt toll zu fahren und ein absolutes Erlebnis. Das und muss man das, einfach sagen. Das Ding ist, das ist ja bei Tunern ultra beliebt, das Auto. Und der Block ist ja ein geschlossener Block. Also oben der Block ist ja offen. Das heißt, die Motoren sind ja sehr robust und easy bis zu 600 PS. Also bis zu 1000. Genau, bis zu 1000 PS, aber easy, 600 PS standhaft kannst du easy im Alltag fahren. Absolut. Und viele, die eben bis 1000 tatsächlich aufbauen. Ja. Und ein Fun Fact, ich will dir nicht die ganze Chose nehmen, aber... Nein, komm her, los, du auch. Ich hab auch noch einen, leg los. Gut. Heckflügel, guckt euch mal die Form des Heckflügels an. Wer sich jemals gefragt hat, warum der Heckflügel so eine runde Form hatte, das ist, weil die Heckklappe genauso eine Form hat. Und wenn du drin sitzt im Auto, dann siehst du den Heckflügel nicht. Dann siehst du raus nach hinten und siehst ja nichts, den Verkehr hinter dir. Der Flügel ist nicht im Bild. Und deswegen hat er diese Form. Glaube ich. Siehst du? Nee, das ist völlig korrekt. Und jetzt komm mal mit. Ich habe nämlich noch ein rotes Auto und jetzt komme ich mit meinem Fun Fact. Du hast es vorhin gesagt, dann nehmen wir den doch noch mit als krönenden Abschluss. Wir sind vorhin mit Carlos Sainz angefangen. Und hier steht er in Rot in der Mitte neben dem MA2 und dem Century 12-Zylinder, eingerahmt, der Carlos Sainz. Boah. Jetzt darfst du noch mal was zum Auto sagen und dann zeige ich dir was ganz Besonderes, was ich nämlich von der Community gelernt habe. Alles klar. Ja, was kann man dazu sagen? Toyota Celica Carlos Sainz Edition, 2 Liter Turbomotor, ich glaube 204 PS. Allradantrieb, davon gab es 5.000 Stück. 5.000, völlig korrekt. Ne? Die sind alle durchnummeriert, kann man sehen. Ich glaube, wir sind bei 266. Und dann können wir hier, checken wir jetzt gleich Check mal. Checken wir, meine ich, aber gehen ich weiß rein. Es auch nicht. Oder 1.266, guck mal, was sagt er? Der sagt 1.969. Na da, 1.969, ja, macht nichts. Okay. Auf alle Fälle in den ersten... In der ersten Hälfte, sag ich mal. Und das Ding, das versprüht einfach Rallye-Flair. Also wenn man da drin hockt und über diese Haube guckt. Schon alleine hier, guckst dir an, wie das hier, das ist. Und das ist die Hommage an Carlos Sainz, damals Rallye-Weltmeister. Das waren seine 5000 Autos, die wir dann quasi ihm gewidmet haben. Und das Coole ist ja, der Laie, wenn der so einen von außen sieht, der denkt, okay, Celica, aber halt irgendeiner, der sieht nicht, dass da über 200 PS am Werk sind. Das hätte auch der Sauger sein können. Siehst du, und jetzt zeige ich dir was wir gar nicht gesehen haben, was wir nämlich gelernt haben. Ich bin mal darauf angesprochen worden, die Felgen sind falsch montiert. Hä? Genau, so habe ich auch reagiert. Die Felgen sind falsch montiert. Wenn man hier jetzt guckt, auf den Felgen ist die Laufrichtung durch einen kleinen Pfeil markiert. Ja, Toyota und dann kommt hier der Fall. Das heißt, die sind noch falsch montiert. Guck mal. Das heißt, hier vorne sind wir noch falsch montiert. Völlig korrekt. Okay. Auf der anderen Seite kann man noch mal sehen, es ist auf jeder Felge. Hier sind wir tatsächlich korrekt unterwegs. So, und hier haben wir vorne rechts. Ja. Da. Vorne links, stimmt's. Ja, okay. Aber das ist ja krass. Felgen mit Laufrichtung habe ich noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Reifen kenne ich das, aber das habe ich zum Beispiel gelernt. Und da muss man einfach sagen, die User, die Communities, die Leute, die Autos wirklich täglich fahren, die wissen einfach noch viel mehr. Die waren hier, ihr habt hier eine Führung gegeben und die haben gesehen, ach so, okay. Die Celica-Freunde hier begrüßt und die klärten mich dann darauf aus, dass... Garantiere ich, der falsch montiert sind. Der kam hier rein, freute sich, wissen die das wohl? Genau, richtig. Ich habe genauso reagiert wie du. Das gibt's doch nicht. Mega. Dann noch mal einen Blick in den Motor. Hier bitte nicht, hier wird's heiß, ne? Bitte, steht extra drauf. Was ich ja immer so cool finde bei japanischen Autos, sind diese Deckel fürs Kühlwasser. Ey, diese Alu-Deckel und den japanischen Schriftzeichen drauf. Ja. Das haben sie alle, ja. Ey, und dann hier dicker Turbolader. Luft hier rein, durch den Turbo, durch die Ansaugbrücke durch und dann geht das ab. Mega. Sag mal, hat der eine gekühlte Lichtmaschine oder was ist das? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das sieht fast so aus. Das sieht so aus, aber das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Okay, weiß ich nicht. Okay, aber hier wird auf jeden Fall die Luft nach genau, außen geführt. Genau, da hast du die, da so, geht's dann wieder raus, hier geht's hoch, zack. Da ist es stimmig. Jetzt komm, Celica. Wo kommt's her? Celica
Alter Lateiner, Moritz, jetzt kommst du. Ich hatte natürlich 10 Jahre Latein, aber ich muss tatsächlich passen. Komm, der Himmel, das Himmlische, das Himmelsgeschöpf. Warte. Und jetzt kommst du. Wie heißt das Tier? Komm. Kommt mal mit. Wo finden wir einen? Wo finden wir einen? Ja, wir finden überall einen. Hier. Darf ich sagen? Komm, haus raus. Ich dachte immer, es wäre ein Drachenboot. Dachte ich auch. Was ist das denn? Ja, jetzt Chelika. Ich hab dir schon... Schwan! Das himmlische Tier. Nein! Der Schwan, genau. Das sieht aber nicht aus. Chelika, also jetzt mal ohne Scheiß. Schwan, himmlische Tier. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was das hier für euch darstellt. Aber das ist kein Schwan. Doch, also ich weiß nicht, wie japanische Schwäne aussehen. Schwan, das himmlische Tier. Wir kennen es in England, die Queen, die lässt immer die Schwäne zählen. Warum? Tatsache. Die himmlischen Tiere. Weil sie Chelika-Fan ist wahrscheinlich. Weil sie Chelika-Fan ist. Siehst du, jetzt kommen wir von der Kirschblüte bis zum Schwan, haben wir alles erledigt. Wahnsinn. Du musst einfach noch mal wiederkommen, die nächsten Fun Facts und die anderen Autos, die machen wir dann noch mal in Ruhe. Ja, unbedingt. Ja, den hier auch mit der Farbe, Mann. Ja, wobei, welches Auto fehlt denn noch? Welches Auto fehlt noch? Guck mal, wir haben, wenn wir jetzt mal da hingucken, da haben wir eine MK4, die da hinten dran ist. Ja. Die steht hier vorne. Dahinter steht die MK3. Oha. So, jetzt... Sag nicht, du hast, du hast die MK5 davor. Oder die MK. So, Moritz, nach der 4 kommt die 3 und nach der 3 kommt die. Womit fing alles an? 2. Sag nicht, du hast eine Celica Supra hier. Absolut. Und ich habe die Kollegin in der Werkstatt gebeten, sie doch einmal fertig zu machen, anzuschließen. Und ich habe sogar den Schlüssel mitgebracht. Wenn du möchtest, kannst du dich einmal reinsetzen. Ist nicht dein Ernst? Ja, willkommen in den 80ern, Mensch. Wir hatten vorhin die 90er, hier sind die 80er. Oh. Da ist der Schwan. Da, okay, das ist das letzte Modell, wo Supra noch das Topmodell der Celica war. Danach gesplittete Wege. So, ich hock mich jetzt mal rein. Ja, willkommen in den 80ern. Es ist tatsächlich... Okay. Ja. Und wenn du den Schlüssel reinsteckst, wir haben Mäusekino, wir haben alles, was die 80er Jahre damals hergegeben haben. Also, aber ganz kurz, das hier, ratet mal, was das ist. Ich muss es euch jetzt natürlich verraten, aber ganz kurz, geht in euch und fragt euch, was dieses, ja, der Blasebalg da soll. Leicht anzügliche Ding hier soll. Das ist eine frühe Form der Lordosenstütze. Also das ist, hier kannst du die Lordosenstütze mit Luft aufpumpen, das wird ja sonst auch so gemacht. Aber hier ist es halt noch manuell. Und das hier so ein Blasebalg. Das ist mega! Okay, Hammer. Oh, siehst du? Ja, Wahnsinn, nein. Oder? Zurück in die Zukunft. 39.000 Kilometer. Ja, selbstverständlich. Erst. Und ich darf das Ding fahren. Seid ihr bescheuert? Aber du kannst es doch, oder? Ja, bitte. Aber hoffentlich. Ey, mega. Also das ist einfach so surreal, hier drin zu hocken. Es ist alles einfach nur eckig, natürlich außer das Lenkrad. Aber selbst hier, die Form, ne? Die beiden Speichen, hier diese Trapezform, das Dashboard, alles extremst eckig. Sogar die Sitze. Und hier mit diesem Loch durch. Wahnsinn. Komm, schmeiß mal an. Guck mal. Guck mal, was geht. Oh! Er läuft, läuft! Und dieser Tacho hier, ne? Sensationell, oder? Ich weiß nicht, siehst du das auf der Kamera? Hier die Drehzahlanzeige ist einfach wie im Honda S2000. Ich hoffe, es ist okay mit Vergleichen. Korrekt, aber ja. Da hat das Honda her wahrscheinlich. Hier. Oh, das riecht schön cutfrei. Oh! Okay, ich fahre gleich mal los, aber erstmal muss ich mich bei Thomas bedanken. Und die Karre ausmachen. Mega. Also ich glaube, damit würden wir auch mal unsere kleine Tour durch die Toyota Collection beenden. Wir haben sie vorne gestartet, wir sind durchgekommen, wir stehen hier hinten und wie gesagt, drehen gleich noch eine Runde. Ey Thomas, es war mir ein Fest und ich hoffe euch auch. Also das war ein mega Einblick. Vielen, vielen Dank, dass du uns da durchgeführt hast. Richtig cool. Sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, und große Teile haben wir auch noch rechts und links liegen lassen. Der eine oder andere wird vielleicht auch sagen, warum haben sie nicht gerade hier angehalten? Garantiert. Vielleicht kommst du einfach noch mal wieder und dann machen wir es zusammen.
Oder wir hoffen, dass es eben, dass wir Corona rechts liegen lassen können. Genau, ja. Und irgendwann dann tatsächlich auch mit allen Fans wieder hier die Heiligen Hallen betreten können. Ja, unbedingt. Und wenn es soweit ist, irgendwann, dann könnt ihr hier natürlich auch vorbeischauen. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, mein Lieber, vielen schön, Dank, dass du da warst. Ja, es war mir ein Fest und ich hau jetzt mal eine Runde mit dem Ding hier ab. Kommst wieder, ne? Jo.